Wir fangen ganz unten an. Hier seht ihr wieder, hier sind große Bücher und meine Dragon Ball Mangas aus dem Carlsen Verlag. Die lese ich zusammen mit meinem Freund. Ich bin leider noch nicht durch. Ich werde euch auf jeden Fall die nochmal näher in einem Video zeigen. Ich kann euch aber so viel sagen, sie sind wirklich, wirklich super und für alle Dragon Ball Fans ein absolutes Must. Dann habe ich hier von Giselle Scanlon, keine Ahnung, The Goddess Experience, das ist der zweite Band zu Goddess Guide und das sind so schöne Bücher mit ganz vielen Inspirationen, Tipps. Die Bücher sind so, so toll von innen aufgemacht, also jede Seite sieht anders aus, jede Seite ist anders illustriert. Hier sind Tipps für die Küche, bestimmte Leute werden vorgestellt, es gibt hier Shopping-Tipps für Barcelona, Paris, hier Top-Beauty-Produkte, das ultimative Holiday-Kit, Travel, Fitness, es geht hier um alles Mögliche und es sind einfach so toll, die Bücher, kann ich jedem nur empfehlen, ich mag die sehr gerne, die inspirieren einen auch sehr. Man hat hier tolle Tipps und sie sehen auch furchtbar schön auf und sind toll gestaltet. Hier habe ich Benefit Comics von Marvel 1 und 2. Das sind Sammlerstücke, die ich darum auch eingeschweißt habe. Hier habe ich Mary Poppins, ein lustiger Ferientag. Und ich glaube, das Buch, ja, das ist von 1976, ein ganz, ganz, ganz altes Buch. Ich liebe, liebe, liebe Mary Poppins und das habe ich mal auf dem Flohmarkt, glaube ich, entdeckt und musste ich einfach haben, weil ich sammle auch alte Bücher und das darf natürlich nicht fehlen in meiner Sammlung. Hier habe ich von meinem Papa oder von meinem Opa die Briefmarkensammlung. Ich muss mal durchgehen, vielleicht ist da was Wertvolles dabei. Ich bin jetzt nicht so der Briefmarkensammler, aber mein Vater hat früher ganz viele Briefmarken gesammelt und ja, das habe ich noch hier. Die Erde, Weltatlas und Länderlexikon, das war Atlas von mir als Kind. Ich finde das wirklich toll aufgemacht, weil hier zu den meisten Städten noch immer so coole Informationen stehen. Das hat mir in der Schule immer sehr geholfen, habe ich da gerne benutzt. Hier habe ich ein Notizbuch von Eulili. Wunderschön, ich liebe die von Eulili. Dann habe ich hier von Kevin O'Kron All About Make-up. Das ist so der Make-up-Artist, wer sich mit Make-up beschäftigt. Ich glaube, der kennt auch Kevin O'Kron. Das ist ein Make-up-Buch, was ich wirklich sehr gut finde, gerade auch für Anfänger. Den kann ich das wirklich nur empfehlen. Hier habe ich ein Buch von der Stuttgarter Staatsgalerie, oder? Meisterwerke aus dem Besitz des Stuttgarter Galerievereins. Und da sind einfach Bilder drin und nochmal halt Informationen dazu. Ich bin ein Kunstliebhaber. Ich gehe sehr gerne in Museen, Galerien und darum muss natürlich das hier auch in meiner Sammlung sein. Hier habe ich noch den Atlas der Archäologie. Ihr müsst wissen, ich wollte früher, mein absolutes Vorbild war immer Angelina Jolie als Lara Croft. Ich wollte immer Lara Croft werden. Ich weiß gar nicht, wie alt ich beim ersten Teil war, vielleicht 8 oder 9. Und ich bin immer als Lara Croft rumgelaufen, immer wenn ich draußen gespielt habe, war ich Lara Croft und ich wollte immer Archäologin werden. Und von daher habe ich mich schon als Kind immer ganz viel mit Archäologie beschäftigt und gerade auch was so Ägypten angeht, Pharaonen, da habe ich mich immer sehr viel damit beschäftigt, weil ich wollte halt einfach immer Archäologin werden, das war immer so mein Traumjob als Kind. Alle wollten immer Tierarzt werden oder Feuerwehrmann, Polizist, keine Ahnung, ich wollte immer Archäologin werden, so wie Lara Croft. Hier haben wir dann Lebensalltag im Mittelalter, das ist ja ein Buch über den Lebensalltag im Mittelalter, wirklich sehr schön zusammengefasst. Sehr interessant das Buch. Wer sich dafür interessiert, soll es sich auf jeden Fall anschauen. Ist auch wirklich toll gemacht. Hier sieht man zum Beispiel so ein Haus, wie das von innen aussieht. Keine Ahnung, es ist wirklich, wirklich toll. Und auch eine Empfehlung von mir. Hier habe ich Die Piraten, Geschichte der Seefahrt. Das ist ein altes Buch von meinem Papa. Und ich habe mich früher auch voll für Piraten interessiert. Ich habe das ganze Buch schon öfters mal durchgelesen. Ich fand das voll interessant, gerade auch mit den ganzen Münzen und wie die ganzen verschiedenen Piraten hießen, Blackbeard und weiß nicht was. Das hebe ich auf. Das ist so eine Erinnerung für mich. Ich fand das Buch als Kind unfassbar toll. Dann habe ich hier Surrealismus Paris bis Prag gegen jede Vernunft. Ein absolutes Must-Have für alle, die sich für Surrealismus interessieren. Hier sind auch ganz viele Bilder, die auch erklärt werden. Also wunderschöne Gemälde.
auch ja, von den verschiedensten Künstlern. Ganz, ganz, ganz große Empfehlung. Ich finde, das Buch ist ein absoluter Schatz. Und das letzte Buch in dieser Reihe ist von Susanne Repscher, Napoleon Bonaparte. Und das ist auch so ein Buch, das super cool aufgemacht ist. Man hat hier ganz viele Dinge zum, hier ist so viel Geheimcode zum Lesen. Man kann hier Dinge aufklappen, anschauen. Also das ist so ein Buch, was halt wieder mal super cool aufgemacht ist. Hier hat man so eine Box, die man aufmachen kann. Und da befindet sich dann etwas da drin. Also es ist so schön aufgemacht. Und man lernt hier spielerisch etwas über Napoleon, was ich halt total toll finde, sowas gerade auch für Kinder, für Jugendliche. Finde ich ein sehr schönes Buch. Ich finde das unfassbar toll aufgemacht und darum bleibt es auch in meiner Sammlung. Ein Stockwerk weiter oben befindet sich gerade mein Freund sein Laptop. Den schieben wir mal zur Seite. Und hier befinden sich auch noch ein paar Bücher. Hier haben wir einmal Anastasia, die letzte Zarentochter, das Geheimnis der Anna Anderson. Ihr müsst wissen, ich bin so der größte Anastasia-Fan dieser ganzen, dieses ganzen Mysteriums. Ich bin einfach so begeistert davon und ja, ich liebe Anastasia und die Geschichte um sie herum. Und das habe ich mir erst neu gekauft, das habe ich zufällig gleich bei Reaper entdeckt und musste es sofort haben. Hier habe ich von der Michael Buckley-Reihe The Problem Child, das ist der dritte Band von Die Grimm-Akte heißt es, glaube ich. Das habe ich euch bereits, glaube ich, im letzten Video gezeigt. Das ist jetzt auf Englisch und schaut mal, wie wunderschön sie bitte auf Englisch aussehen. Und das ist noch der Very Grim Guide, wo nochmal alle Märchenwesen erklärt werden und es ist einfach so cool aufgemacht. Ich liebe sowas voll. Das soll man aber erst lesen, wenn man so ein paar Bände gelesen hat, damit man sich eben nicht selber spoilert. Unfassbar, unfassbar schön. Die Bücher sind so toll aufgemacht. Ich stehe da voll drauf. Hier habe ich Racing Unicorns. Das ist so ein Guide, wie man seine eigenen Unicorns züchten kann. Das hat mir die liebe Luisa von Style Roulette mal zum Geburtstag geschenkt. Und ja, das habe ich hier. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Hier habe ich von Geisler, ich weiß jetzt nicht, wie der oder sie mit Vornamen heißt, Königinnen sind so selten. Das ist ja auch ein historischer Roman, den ich noch nicht gelesen habe. Ich weiß ja ehrlich gesagt nicht, worum es darin geht. Das habe ich, glaube ich, auch mal auf dem Flohmarkt oder so. Und ich fand den Titel Königin sind so selten, fand ich so toll, dass ich das haben musste. Hier seht ihr schon meine Arena-Märchen-Kindergeschichten-Sammlung. Ganz vorne Sarah, die kleine Prinzessin. Nicht nur, dass sie auch ohne Haar geschrieben wird wie ich. Nein, es ist wirklich eins meiner absoluten Lieblingsgeschichten. Ich kann euch nicht sagen, wie oft ich dieses Buch gelesen habe, geschweige denn den Film geschaut habe. Egal wie oft ich ihn schaue, ich muss immer heulen, immer, oder wie oft ich das Buch lese, ich muss immer flennen bei der Story. Es ist so einfach eine der schönsten Geschichten, die je geschrieben worden ist und ja, sie heißt auch Sarah wie ich. Hihi. Dann habe ich hier Münchhausen von Barbara Bartos Höppner. Ja, ich denke, die Stories kennt eigentlich jeder. Gullivers Reisen. Fury, oh Gott, ich habe Fury, habe ich auch geliebt. Oh mein Gott, ich weiß nicht, wie oft ich dieses Buch schon gelesen habe, wirklich, ich kann es euch nicht sagen, Millionen Mal bestimmt. Also Fury war auch eine meiner liebsten Geschichten als Kind. Dann haben wir hier König des Windes von Marguerite Henry. Dann haben wir hier Heidi von Johanna Spyri. Oh Gott, Heidi ist auch so eine ganz große Liebe. Habe ich auch so gerne angeguckt. Und Der geheime Garten von Frances Hodgson Burnett. Ganz große Liebe. Also das kommt so nach Sarah, die kleine Prinzessin. Ich liebe auch den Film über alles. Es ist einfach so wunderschön und oh Gott, traumhaft. Also eine meiner liebsten Geschichten auch. Echt richtig, richtig, richtig gut. Betty und ihre Schwestern, kennt glaube ich auch jeder. Onkel Toms Hütte. Märchen der Gebrüder Grimm. Der kleine Lord. Habe ich noch nicht gelesen tatsächlich. Und die Schatzinsel. Die Schatzinsel habe ich auch geliebt über alles und ist natürlich auch Teil meiner Sammlung. So, weiter geht's. Ihr seht schon hier eine kleine Alice in Wonderland. Und ja, hier sind so Diogenes, Dumont und random andere Bücher. Das war mal so ganz schön weiß, dieses Regal. Aber ja, ich würde sagen, wir fangen mal hier hinten an. Oh Gott, ich muss mich hinsetzen, Leute. Das ist so anstrengend. Ich könnte euch nicht vorstellen, wie anstrengend es ist, dieses Video zu drehen. Aber ich mache das gerne für euch. Macht das ja auch sehr viel Spaß. Hier hinten haben wir erstmal versteckt zwei Ausgaben von Das Haus der Sieben Zwerge. Die sind von, ich weiß es gar nicht, ich glaube
Das sind. Die sind wirklich sehr alt, diese Bücher. Und da habe ich außerdem zwei geschickt bekommen, als ich sie gekauft hatte. Ich sammle ja so alte Bücher. Hier haben wir einmal Schneewittchen und die sieben Zwerge. Und das ist ein ganz besonderes Buch, weil darin komme ich auch vor. Das ist nämlich mein Buch. Zaubergrafisch besucht Schneewittchen und die sieben Zwerge. Dieses Buch ist ein Geschenk von deiner Oma Dostana zu Ostern 1997. Und ja, da geht es dann halt um mich. Hier die Zwerge. Zaubergrafisch aus Stuttgart, die Juwelenmine des Zwerge. Und ja, das ist halt voll cool. Und dann geht es halt darum, dass ich einen riesen Edelstein für Tatjana und Jelko, das ist meine Tante und mein Onkel, dass ich für sie einen finden möchte. Und dann muss ich natürlich auch zur bösen Königin. Und ach, es ist so wundervoll. Und das werde ich nie weggeben, dieses Buch. Das bedeutet mir ganz viel. Hier haben wir von Septimus Heap weitere Bände, Flüte, Physik und Quest. Den ersten Band habe ich als Taschenbuch. Ja, wenn mir der gefällt, werde ich weiterlesen und mir den halt auch als Hardcover holen. Die habe ich von einer Arbeitskollegin geschenkt bekommen, habe ich aber noch nicht gelesen. Dann habe ich hier einen kleinen Aufreger und zwar von Banana Yoshimoto NP. Und das sollte eigentlich in so eine Ausgabe kommen, kam aber so, das kotzt mich mega an. Ich werde es lesen, wenn ich es danach behalten möchte, werde ich es mir noch in der weißen Ausgabe holen, weil das schwarze finde ich irgendwie doof und ich möchte das passend haben. Ich liebe die Diogenes-Bücher, wenn sie so passend alle aussehen und das hat mich voll genervt. Ich habe da auch für die schlechte Bewertung abgegeben. Ich habe das bei Tauschticket getauscht, fand ich richtig, richtig blöd, weil sie hat halt auch ein Bild von dem weißen Cover. Hier habe ich von Wladimir Nabokov Lolita, ich denke, das kennen auch sehr viele und es ist so eine ganz coole Ausgabe. Und von Nicholson Baker Vox, es ist so eine Spezialbild, genau, Bildskandal, die aufregendsten Bücher aller Zeiten. Ne? Dann habe ich hier von Charles Perrault Conte de Fées, Märchen. Das ist immer jeweils auf Französisch und dann auf Deutsch. Das sind seine Märchensammlungen, habe ich schon gelesen, finde ich großartig. Hier haben wir Robin Hood von George P.R. James. Ich denke, dazu brauche ich gar nichts sagen. Ich finde Robin Hood großartig. Muss natürlich auch in meiner Sammlung sein. Hier haben wir von Murakami Sputnik Sweetheart. Auch hier hat es mich voll genervt, weil eigentlich hätte ein anderes Cover kommen sollen. Aber ja, naja, mal schauen. Also wenn mir Bücher gefallen, dann hole ich sie meistens in dem schönsten Cover, das ich finden kann und habe sie dann bei mir stehen. Ich finde das total scheußlich, dieses Cover, aber Murakamis Cover sind eben meistens so, also so mit die hässlichsten, die ich besitze, habe ich das Gefühl. Hier haben wir von Paulo Coelho Untreue. Ich verlinke euch alle Bücher, wie gesagt, unten. Dann lest euch einfach durch. Paulo Coelho, der Sieger bleibt allein. Dann die Hexe von Portobello von Paulo Coelho. Man merkt, ich bin ein kleiner Paulo Coelho-Fan. Der Alchemist, eins meiner absoluten Lieblingsbücher, muss ich mal wieder rereaden. Paulo Coelho, die Spionin, ist ganz neu bei mir eingezogen. Ich liebe dieses Cover, das ist so wunderschön einfach. Ich liebe, liebe, liebe dieses Bild. Hier haben wir die Geschichte von Blue von Solomonica de Winter. Auch eins der tollsten Bücher, die ich gelesen habe. Es ist einfach unfassbar gut. Kann ich jedem nur empfehlen. Lest euch hier bitte den Klappentext durch. Hier haben wir das Handbuch des Kriegers des Lichts. Und man merkt, größentechnisch passt das nicht so zusammen. Und auch hier habe ich mich etwas aufgeregt, weil es ist recht neu bei mir eingezogen. Und ich habe mich so aufgeregt. Schaut es euch mal an. Hier haben wir von Michael Ende die Vollmondlegende und das ist so ein wunderschönes Märchen. Es ist mega dünn, da ist mehr Bilder als Text, aber es ist kurz und wunderschön. Es ist im DTV Junior Verlag erschienen, das verstehe ich überhaupt nicht, weil ich finde nicht, dass das für so Junior-mäßig ist. Also so ab Teenager-Alter okay, aber für ganz Junge, also für Kinder ist das nichts. Ein Klassiker, das Parfum von Patrick Süskind, die Geschichte eines Mörders. Oh, großartig, ganz, ganz, ganz großartig. Ich finde auch den Film super, aber das Buch umso mehr. Bin ich ein ganz großer Fan von, gefällt mir unheimlich gut. Noch ein Buch von Banana Yoshimoto, Kitchen aus dem Diogenes Verlag, habe ich noch nicht gelesen. Ist auch sehr neu bei mir eingezogen. Genauso wie Reiß die Knospen ab von Kenzaburo Oe, ich weiß nicht, wie man das ausspricht.
Das soll aber auch ziemlich krass sein und da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Das werde ich, glaube ich, demnächst lesen. Hier haben wir nochmal Sarah die kleine Prinzessin bzw. A Little Princess mit Illustrationen von Tesha Tudor. Und ja, ihr wisst, das ist meine Lieblingsstory, Sarah die kleine Prinzessin. Natürlich musste ich diese wunderschöne Ausgabe besitzen. Hier haben wir von Miljenko Jergovic Freelander. Das ist ein Buch, das im Balkan spielt. Das ist so ein Roadtrip und da freue ich mich schon sehr drauf. Ist auch neu bei mir eingezogen. Genauso neu eingezogen ist Wovon wir träumten von Yuyo Otsuka. Das spielt, glaube ich, auch in Japan. Es geht hier um eine Gruppe Japanerinnen, die nach Amerika aufbrechen. Das ist gerade da der Zeit, wo alle so nach Amerika auswandern. Und sie haben halt mit Hilfe von einem Heiratsvermittler eben Männer gefunden und wollen sich in Amerika halt ein neues Leben aufbauen. Und ja, die stellen sich halt das alles vor wie im Paradies. Wenn sie halt ankommen, merken sie, dass es doch nicht alles so schön ist und so toll ist, wie alle erzählen. Ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Es ist leider nur sehr dünn, ich habe es noch nicht gelesen, freue mich aber schon drauf. Hier habe ich von Han Kang die Vegetarierin, das habe ich wegen Paddy gekauft, Paddy Loves Books. Sie hat mich da total mit angefixt und mir hat das Buch unheimlich gut gefallen. Also es ist genau mein Geschmack, ich finde das einfach ein tolles Werk, hat mir sehr viel Spaß gemacht unter anderem. Ich habe gelacht, war abgeschreckt und war, weiß ich nicht, nachdenklich. Also das ist wirklich ein tolles Buch, das mich auf jeden Fall unfassbar gut unterhalten konnte. Und es ist ein absoluter Lesetipp von mir. Ich kann hier aber Paddy auf jeden Fall zustimmen. Entweder man liebt oder man hasst dieses Buch. Ich habe es geliebt und kann es weiterempfehlen. Dann haben wir hier von Haruki Murakami Birthday Girl. Das schönste Kapitel von Murakami. Wundervoll, ich liebe Murakami. So, dann habe ich hier noch meine Alice. Ich verlinke sie euch gerne in der Infobox. Die könnt ihr bei Amazon kaufen. Und dann haben wir hier noch so als Lückenfüller an der Seite von Sally Hugh, Pretty Honest. Das ist ein ganz tolles Buch zum Thema Make-up. Ich liebe das Cover und da sind ganz viele tolle Tipps und Sachen werden erklärt. Also das ist eine richtig schöne Zusammenfassung über Beauty-Produkte, Parfums, Pflege. Also man lernt hier wirklich sehr viel. Ich glaube, es wurde bereits auch ins Deutsche übersetzt. Ich verlinke es euch gerne in der Infobox. Also auf Deutsch. Auf Englisch verlinke ich es euch auf jeden Fall, aber auch auf Deutsch natürlich. So, eins meiner absoluten Lieblingsregale ist dieses Märchenregal hier. Und ihr seht schon, es sind alles wunderschöne Bücher. Wir fangen mal... Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Fangen wir mal hier hinten an. Und zwar haben wir hier ein Riesenbuch. Es ist auch eines der schönsten Bücher, die ich besitze. The Enchanted World. The Greatest Folk and Fairy Tales. Und ihr seht, der komplette Buchschnitt ist golden. Auch von innen ist das Buch wirklich wunderschön. Sind auch ganz viele Illustrationen drin. Und ja, ganz viele tolle Märchen. Ja, ich liebe dieses Buch und es ist wirklich ein absoluter Schatz. Falls es noch zu kaufen gibt, verlinke ich es euch auf jeden Fall unten in der Infobox. Hier haben wir das Scheibenwelt-Album von Terry Pratchett. Hier werden so ein paar Charaktere erklärt. Ich habe gehört, dass das halt super sein soll, wenn man anfängt zu lesen, dass man da so einen kleinen Leitfaden hat. Und ja, bin ich gespannt drauf. Ich habe ja noch nicht angefangen, habe aber so den ersten Band in Anführungsstrichen hier, den man halt lesen sollte, wenn man damit anfangen möchte. Hier haben wir noch ein Buch von den Spiderwicks. Ich liebe die Spiderwicks. Das ist Arthur Spiderwicks. Field Guide to the Fantastical World Around You. Und ja, auch das hier ist einfach so wunderschön aufgemacht. Ich liebe solche Bücher. Also mit solchen Büchern hat man mich wirklich immer ganz, ganz, ganz toll. Ich glaube, diese Bücher sind wirklich schwer. Schaut mal bitte, wie das aussieht ohne Schutzumschlag. Ist das nicht einfach wunderschön? Ich glaube, diese Bücher sind sehr schwer zu bekommen mittlerweile, aber ich bin mir nicht mehr sicher, eine Zeit lang waren die auf jeden Fall unheimlich schwer zu bekommen, aber ich verlinke es euch unten in der Infobox. Dann darf natürlich nicht fehlen ein Buch über Sissy Elisabeth. Das habe ich mir mal, glaube ich, in irgendeinem Museum bei irgendeiner Sissy-Ausstellung gekauft. Ich bin ein riesen Sissy-Fan. Jede Weihnachten werden natürlich die Sissy-Filme geschaut. Ich liebe Sissy über alles. Ich lege das mal hier weg, damit ich ein bisschen mehr Platz habe.
Hier haben wir die Macht- und Mythos-Reihe. Das ist einmal Macht und Mythos, die Turn und Taxis. Das sind alles über Königshäuser. Das sind ganz viele Informationen über die Königshäuser. Und da sind auch immer hinten eine Stammtafel mit dabei, wo halt nochmal ja, der ganze Stammbaum aufgeführt ist. Das habe ich von Turn und Taxis. Die Windsors, die Habsburger, die Bonapartes und selbstverständlich die Romanovs. Darf natürlich nicht fehlen in meiner Sammlung. Hier habe ich Traumbilder. Das war eine Ausstellung in der Pinakothek in München. Habe ich mir mitgenommen, weil ich die Werke wirklich unfassbar toll fand, unfassbar interessant. Und da wollte ich halt gerne das Buch dazu noch haben. Ja, da habe ich mir das gekauft. Ein tolles, tolles, tolles Buch. Ja, für diejenigen, die sich für Kunst eben interessieren, ihr könnt ja mal schauen, da sind viele Bilder von Margret Dahl drin, auch von Dalí, Max Ernst, also ganz tolle, ganz, ganz tolle Künstler. Hier haben wir auch einen ganz großen Favorit von mir, Der Fluch der Spindel von Neil Gaiman, illustriert von Chris Riddle. Ich liebe Chris Riddle, ich liebe Neil Gaiman, aus dem Knesenbeck Verlag. Und ja, das ist so ein durchsichtiges Cover und das ist eine Adaption zu Dornröschen. Und das Buch ist so wunderschön. Eins der schönsten Märchenbücher, die ich besitze, und ich finde diese Neuerzählung wirklich klasse. Hier haben wir ein ganz besonderes Buch, und zwar ist das Märchen der Welt von Prinzen und Edelmännern. Das ist ein sehr, sehr teurer Band. Das ist hier echt Leder. Innen drin ist eine ganz, ganz teure, ich glaube, das ist eine venezianische Seide oder sowas. Ich wusste es mal, was für eine Seide das ist, aber es ist auf jeden Fall eine arschteure Seide. Und das ist von Bertelsmann eine Spezialausgabe. Ich bin gerade noch dabei, die Reihe zu vervollständigen, weil ich die alle haben möchte. Ist auch sehr hochwertig, sehr wattiert. Und ja, das sind einfach eine Sammlung von Märchen. Hier haben wir von Edmond Dulac Fairybook. Leider ohne Schussumschlag, war ich sehr enttäuscht, als ich mir das bestellt habe. Und das kam so an. Musste ich irgendwann mal austauschen und ersetzen, weil ich möchte das gerne mit Schussumschlag haben. Hier haben wir Im Zauberreich der Tiere. Das war ein Märchenbuch, das ich als Kind hatte. Ist auch mit Goldschnitt. Ich muss zugeben, ich habe sehr viel darin gemalt. Hier sind viele Lieder drin, viele Gedichte. Ja, das war so ein Kinderbuch von mir, das ich aufheben werde und ganz toll finde. Hier haben wir The Children's Book von A.C. Byatt. Das ist auch ein wundervolles Buch, eine tolle Geschichte. Ja, ich verlinke es euch unten in der Infobox und ich liebe diese Ausgabe. Dann kommen wir zu meinen Barnes & Nobles Leatherbound Series Reihe, bla. Einmal haben wir Alice in Wonderland. Ich glaube, das Buch kennt ihr alle auf meinem Kanal. Ich liebe das. Hat auch einen Goldschnitt und hat auch wieder Illustrationen drin. Die Bücher sind einfach so schön. Ich möchte irgendwann mal die ganze Reihe vervollständigt haben. Es darf natürlich nicht fehlen von Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray and Other Works. Ich bin ein riesen Fan der Geschichte um Dorian Gray, finde ich klasse. Ich mag Oscar Wilde auch sehr gerne. Genauso wie Tolstoi, Anna Karenina ist auch eine meiner liebsten Stories oder meiner liebsten Klassiker. Und als ich gesehen habe, dass es halt von Anna Karenina diesen Band gibt, schaut mal, wie schön das schimmert. Ja, als ich das gesehen habe, musste ich es einfach haben. Ja, Tolstoi ist klasse. Wobei, das neue Werk, was von ihm erschienen ist, das hat ja so negative Stimmen und es interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht so. Dann werde ich es nicht lesen. Ich glaube, die Auferstehung oder sowas. Keine Ahnung, also das ist auch ziemlich neu erschienen. Und ich wollte es mir erst bestellen, aber dann habe ich mir einige Rezensionen dazu durchgelesen und werde es doch nicht machen. Hier haben wir Grimm's Complete Fairy Tales. Ist das nicht schön? Auch wieder Goldschnitt. Und ich weiß nicht, was hier passiert ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Es macht mich fertig. Aber zum Glück steht es ja so rum im Regal. Hier haben wir Hans Christian Andersen, Classic Fairy Tales. Ist das Bild nicht wunderschön? Das hätte ich am liebsten im Schlafzimmer hinterm Bett. Und dann haben wir hier nochmal Hans Christian Andersen, Classic Fairy Tales. Man kann nie genug Märchenbücher haben. Das habe ich zum Geburtstag von meiner Cousine bekommen. Weiter geht's mit Auf den Spuren von Alice in Wonderland. Ja, ich sammle Alice in Wonderland Bücher und das ist super süß, super interessant und
ganz, 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 ganz toll aufgemacht. Wirklich ein Must-Have für alle Alice in Wonderland-Fans. Hier geht es um die Beziehung auch zu ihr und Lewis Carroll, wie sie sich kennengelernt haben, was da alles so war. Also wirklich toll. Noch ein Alice in Wonderland-Buch, und zwar ist es dieses hier. Einführungen, Anmerkungen, Übersetzungen, Originalillustrationen. Also da ist wirklich alles Mögliche drin über... Alles mögliche über Alice in Wonderland. Hier sind Gedichte da auch drin, dann nochmal Interpretationen. Es ist einfach großartig. Das gleiche habe ich natürlich auch von der Zauberer von Oz. Auch hier bin ich ein Riesenfan. Und die Bücher sind einfach so toll aufgemacht von ihnen. Das sind absolute Schätze. Die werden nicht mehr verlegt. Ich versuche sie euch online zu finden und zu verlinken. Wenn euch die Bücher gefallen, greift da schnell zu, weil die wird das nicht so schnell wieder geben. Das heißt wieder. Ich glaube, die werden gar nicht mehr produziert. Hier haben wir von Dirk Steinhöfel die kleine Meerjungfrau aus dem Oetinger Verlag. Das ist auch eine illustrierte Ausgabe. Mir gefallen die Illustrationen sehr gut, weil die sind sehr düster, sehr brutal. Das sind viele Blutspritzer, auf sowas stehe ich. Ich liebe brutale Märchen. Und ja, das ist ein tragisches Märchen über Ariel. Die kleine Meerjungfrau erwartet hier keinen Disney-Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist the real story, so ungefähr. Und das letzte Buch hier ist Faszinierende Welt der Fantasie. Das ist von meinem Papa. Das ist ein Buch über alle möglichen Arten von Fabelwesen, Märchenwesen. Hier werden die erklärt, egal was. Zum Beispiel hier Thor, Titanen. Okay, das ist halt nach dem Alphabet sortiert. Was haben wir hier? Keine Ahnung, welche Hexengeister, was ein Zauberstab ist, der Zaubertrank des Dr. Jekyll, was weiß ich, also da ist wirklich alles Mögliche drin. Donnergrollen, Charon, Davy Jones, Kiste, keine Ahnung, also viele von den Sachen kennt man einfach gar nicht. Und das ist so eine tolle Sammlung. Ich versuche sie euch nochmal zu finden. Für alle Fans von Fantasy und Märchen und sonstigen ist das ein Must-Have. Finde ich richtig, richtig klasse und ist immer noch in meinem Besitz natürlich. Hier oben geht es weiter mit wunderschönen Büchern. Ist auch eins meiner Lieblingsregale. Jetzt muss ich wirklich angeben. Oh Gott, das ist ein bisschen voll hier hinten. Jetzt muss ich wirklich angeben, weil darauf bin ich... Oh, ich kann euch nicht sagen, wie stolz ich auf dieses Buch bin. Das ist Face Paint von Lisa Eldridge. Und es ist signiert. Oh Gott, ich bin zwar Lisa Eldridge und ich durfte sie treffen, zusammen mit einer anderen Bloggerin. Wir hatten ein ganz exklusives Meeting mit ihr in München und es war so toll. Und oh Gott, sie ist so toll, sie ist so wunderschön und so talentiert. Und also so im Make-up-Bereich mein absoluter Lieblings-Make-up-Artist. Und ja, ich habe eine signierte Ausgabe. Ja, ihr dürft ruhig neidisch sein. Ich wär auch neidisch. Es ist okay, Leute, es ist okay, ich wäre auch neidisch auf mich. Also, Gott. Wenn eine Freundin von mir dieses Buch hätte, ich würde es klauen. Ich würde es einfach klauen und mit ihrem Namen mit Tippex wegmachen und meinen Namen hinschreiben, glaube ich. Hier haben wir von Garen Starr Love Style Live. Das ist eine französische Bloggerin und das ist ihr Buch, das sie geschrieben hat. Finde ich ganz nett. Ich finde das Cover ganz hübsch, aber muss man jetzt nicht unbedingt haben. Hier habe ich von Ralph Larsen die Karte meiner Träume. Das habe ich noch nicht gelesen, das ist aber super cool gemacht, auch mit ganz vielen Illustrationen an den Seiten. Das ist so ein Abenteuerroman, ein bisschen wie Robinson Crusoe, glaube ich. Muss ich irgendwann mal lesen, das liegt schon so viele Jahre hier und ja. Natürlich noch ein. Habt ihr schon mitgezählt, wie viele Marie-Antoinette-Biografien und Bücher ich habe? Von Carolee Erickson, Königin von Frankreich, Bürgerin auf dem Schafott, habe ich gelesen. Super gut, hat mir sehr gut gefallen. I love Marie. Hier haben wir von Alexa Chung It. Alexa Chung kennen schon auch die meisten. Ja, das ist von ihr eben ein Buch mit Bildern und so weiter und so fort. Finde ich ganz nett. Noch ein Alice in Wonderland Buch, Alice Adventures in Wonderland and Other Classic Works von Lewis Carroll. Und ohne Schutzumschlag sieht das auch so cool aus. Also das ist mega, mega schön. Sollte man auch eigentlich ohne Schutzumschlag aufbewahren, das sieht einfach toll aus. Ja, das ist recht günstig, also falls es noch gibt, ich glaube das hat nicht viel gekostet, obwohl es auch so dick ist. Ich verlinke es euch unten in meine Infobox.
Hier haben wir im Reich der Wünsche die schönsten Märchen deutscher Dichterinnen, unter anderem auch von Katharina die Große, ja, Fangirl. Das hat mir meine Cousine geschenkt. Wunder, 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 wunderschön. Hier haben wir How to be Parisian, wherever you are. Ich denke, das kennt auch schon so gut wie jeder. Das ging ja so rum auf Instagram. Hier haben wir die Romanovs von Simon Sebag Montefort. Glanz und Untergang der Zarendynastie, 1613 bis 1918. Das habe ich als Rezensionsexemplar bekommen vom Fischer Verlag. Vielen Dank dafür. Das Buch kann man nicht am Stück lesen. Es ist einfach zu dick, zu viel, sowas von zu viel Information. Das kann ich wirklich immer nur so Stück bei Stück lesen. Aber toll, ein absolutes Must-Have für alle Fans der Romanovs oder für Leute, die es interessiert, die sich für die Romanovs interessieren. Hier haben wir das Schneemädchen von Eowyn Ivy. Habe ich noch nicht gelesen, wollte ich aber schon immer mal lesen und habe ich irgendwann mal günstig, glaube ich, bei Avel gekauft. Ich weiß es gar nicht sicher. Hier haben wir nochmal Alice in Wonderland, Through the Looking Glass von Lewis Carroll. Auch eine ledergebundene Ausgabe, wunderschön mit silbernem Buchschnitt. Ich hoffe, das kann man erkennen. Wunderschön. Dann haben wir ein Buch von Diane Disney Miller, Mein Vater Walt Disney. Da berichtet sie über die Kindheit und wie es so ist, die Tochter von Walt Disney zu sein. Da sind noch ganz viele Bilder drin. Ich habe es leider, leider noch nicht gelesen. Ne? Muss ich unbedingt machen. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ja, ich glaube, das ist sehr interessant. Und dann haben wir nochmal Alice in Wonderland. Alice Adventures in Wonderland Through the Looking Glass von Lewis Carroll. Auch eins meiner schönsten Bücher, die ich besitze. Ihr wisst, ich liebe Blau. Und das hat aber einen roten Buchschnitt. Ich glaube, Silber hätte hier auch voll gut gepasst. Aber naja, es ist rot oder Gold. Hätte auch toll ausgesehen. Ich finde es wunderschön. So, weiter geht's. Das ist ein ganz altes Buch. The Book of A Book of Mermaids von Ruth Manning Sanders. Das Buch habe ich sehr teuer gekauft. Das wird nicht mehr produziert. Und ist nur noch in so ganz... ja, seltenen Fällen so Vintage-Shops erhältlich. Musste ich unbedingt haben. Ich finde das Cover wunderschön. Ich liebe Vintage-Bücher und sammle das. Und ja, ich liebe Meerjungfrauen. Das Buch hier habe ich von Alice zum Geburtstag geschenkt bekommen. Das ist ein Pop-Up-Buch zu Die kleinen Meerjungfrauen. Das ist auch eins der schönsten Bücher, die ich besitze. Ich zeige euch mal, also die Pop-Ups sind so dermaßen aufwendig in diesem Buch. Das ist wirklich nichts für Kinder. Ich wiederhole, das ist nichts für Kinder. Das ist wirklich für Erwachsene. Und ja, es ist einfach... Okay, es kommt gar nicht... Ich kann es gar nicht so aufklappen. Es ist einfach der Wahnsinn. Da gibt es auch ganz viele andere aus der Reihe. Peter Pan, Alice in Wonderland und, und. Ich hoffe, ich habe irgendwann mal die Sammlung komplett. Das ist einfach... Das ist ein Kunstwerk. Also diese Pop-Ups, das ist ein absolutes Kunstwerk. Und hier oben haben wir dann nochmal aus dem Oetinger Verlag Bücher. Dann hier noch eins und es ist auch nochmal ein Bild am Sonntag. Eine Bildreihe von mit Fantasy-Büchern. Das hier ist die Reihe von Die Kinder des Djinn. Ich weiß jetzt nicht, was der erste, was der letzte ist. Die sehen alle sehr hübsch aus. Ja, ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bücher aus der Reihe. Wie gesagt, ich kann euch da jetzt nicht genau sagen, was der erste ist, was der letzte, weil ich sie noch nicht gelesen habe. Aber sie sind so ein bisschen abenteuermäßig. Ja, ich finde die ganz cool. Ich hoffe, ich schaffe es auch bald mal, sie zu lesen. Ich verlinke es euch einfach unten in der Infobox. Das ist eine ganz besondere Reihe von Liz Braswell. Und zwar ist es aus dem Disney Verlag. Und das ist As Old as Time, A Twisted Tale. What if Belle's Mother Cursed the Beast? Also das ist eine Reihe mit mehreren Disney-Märchen. Und da geht es halt darum, was wäre wenn. Hier ist es halt, was wäre wenn die Hexe, die das Biest verzaubert hätte, verflucht hätte. Was wäre, wenn das Belle's Mutter gewesen wäre. Dann gibt es zum Beispiel auch mit Dornröschen, mit Aladdin, glaube ich. Also da gibt es mehrere. Habe ich leider noch nicht gelesen, aber ich finde, das Cover ist einfach das schönste, schönste, schönste Cover überhaupt. Ich liebe das. Es ist ein bisschen gruselig, aber trotzdem voll Disney-mäßig und ich liebe es einfach. Und hier haben wir so Fantasy-Bände von Bild am Sonntag, ist es, glaube ich. Oder, ja, von Bild am Sonntag, die Fantasy-Bibliothek. Ein Teil fehlt mir, dann habe ich es komplett. Ich habe übrigens entdeckt, dass ich wirklich seit Jahren schon den ersten Band von Game of Thrones besitze, weil
warte, wo ist es denn? Hier, die Herren von Winterfell besitze ich tatsächlich in dieser Ausgabe und stand jahrelang hier und ich habe es nicht gewusst. Ja, George R. R. Martin. Hätte ich das bloß gewusst, dann hätte ich das wahrscheinlich schon vor Jahren gelesen, aber na gut. Hier ist mit dabei Märchenmond von Wolfgang und Heike Holbein. Die sind alle so metallisch, die Bücher. Ich finde die wunderschön. Dann haben wir hier die Priesterin von Avalon von Marion Zimmer Bradley. Auch wunderschön. Drohende Schatten von Robert Jordan. Die Magie der Erdsee von Ursula K. Le Guin. Le Guin. Ja, die Herren von Winterfell. Dann der Drachenbeinthron und das ist ein Klopper. Wie viele Seiten hat denn das? Ja, 1000 Seiten von Ted Williams. Ich habe noch keins der Bücher gelesen. Ne? Da muss ich wirklich Fantasy-Stimmung sein. Hier habe ich das Gesetz der Magie von Terry Goodkind. Falls es davon eins gibt, was mega gut ist, schreibt mir in die Kommentare, motiviert mich gerne. Wächter der Nacht von Sergei Lukianenko und Vor der Elfendämmerung von Jean-Louis Fetian, ich weiß es nicht. Ja, ein Band fehlt mir hier, dann habe ich die Reihe komplett. Ich finde die wunderschön, ich muss sagen, ich bin jetzt echt kein Bild-Fan, überhaupt nicht. Aber ich finde diese Bildbibliotheken finde ich sehr cool, muss ich sagen. Nun zu meinem letzten Regal. Hier oben habe ich Bücher, die zeige ich euch. Unten sind alles DVDs, das werde ich euch in einem separaten Video mal zeigen, was ich da alles so habe. Was ihr natürlich gleich seht, ich habe hier einmal die Freiheitsstatue. Ich stelle sie mal irgendwo anders hin. Hier habe ich so eine DVD-Box von Schneewittchen und da ist auch ein Buch drin mit Skizzen. Das ist so toll, das ist so toll. Falls ihr das bekommen könnt, haut rein, Leute, das ist so toll. Ja, hier von Sex and the City die Box mit der ganzen Staffel. Habe ich mal geschenkt bekommen. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht der größte Sex and the City-Fan. Aber ja, hab's gesehen, hab's da. Ja. Hier ist mein Schundheft. Mein Freund hat gesagt, was hast denn du da für Schundbücher? Das ist Grimm Fairy Tales, Mythen und Legenden, ein Comic. Und es ist so ein bisschen pervers, das Ganze. Also, ja, viele Frauen in Hotpants und Kostümen und weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich dazu gekommen bin, aber ja, ich habe es auch noch nicht gelesen. Hier haben wir von Game of Thrones die Adelshäuser von Westeros. Das habe ich euch neulich schon mal gezeigt. Toll für alle Fans der Serie. Hier sind immer noch mal Stammbäume, Bilder von den Kostümen, Infos zu den Charakteren. Also wirklich ein Must-Have für alle Serienfans. Dann habe ich hier Harry Potter, der große Filmzauber. Das habe ich ja kürzlich geschenkt bekommen von meiner lieben Annie. Die Harry Potter Bücher sind wirklich die schönsten überhaupt und sind ein Must-Have für alle Harry Potter Fans. Ich möchte die irgendwann mal komplett haben, also alle Bücher der Reihe. Und zwar ist das nochmal Harry Potter, die Welt der magischen Wesen. Und es ist halt von innen so cool aufgemacht mit so tollen Informationen zu den ganzen, ja, Wesen einfach. Und dann habe ich noch Harry Potter, die Welt der magischen Figuren. Und ja, mir fehlen da noch ein paar. Das muss ich irgendwann mal, ja, vervollständigen. Sind aber halt sehr teuer. Darum, ja, ich wünsche die mir halt meistens zum Geburtstag oder so. Hier habe ich Westeros, die Welt von Eis und Feuer, Game of Thrones. Das ist so die ganzen Vorgeschichten. Es ist auch ein unfassbar schönes Buch. Ein Must-Have für alle Fans der Serie oder der Bücher. Wirklich, wirklich, wirklich toll. Werde ich aber näher drin lesen, sobald die nächste Staffel beginnt. Hier haben wir noch Pocahontas, das ist mein Buch, das hatte ich als Kind schon. Ja, einfach das Disney-Märchen, das hebe ich natürlich auf für meine Kinder. Ich hatte die ganze Reihe komplett, ich weiß leider nicht, wo die alles sind. Und hier habe ich ein Buch, das den Zweiten Weltkrieg überlebt hat, oder? Ich glaube, ja. Das ist von, ja, von 1941, das Buch. Und es wurde auch schon öfters zusammengeklebt. Und ja, das ist ein absolutes Vintage-Teil. Und bleibt hier in meiner Sammlung, hat einen ganz, ganz, ganz ehrenhaften Platz, ganz weit oben. Leider habe ich nicht genug Platz, um die alle auszustellen und zu zeigen, meine schönen Bücher, gerade wie das Bambi-Buch, das ist was ganz Besonderes. Vielleicht irgendwann, irgendwann. So, wir befinden uns jetzt in meinem Wohnzimmer und das ist ja eine Vitrine in meinem Wohnzimmer. Die ist noch nicht eingerichtet, wir haben erstmal alles irgendwie reingestellt. Da ist Dumbo! Und hier habe ich halt auch nochmal ein paar Bücher, die zeige ich euch nochmal schnell im
Schnelldurchlauf, schnell im Schnelldurchlauf, fangen wir hier oben an. Das ist ein, ja, das ist so eine Teekanne oder Kaffeekanne von Pip. Kann ich euch auch gerne verlinken. Die haben so schöne Sachen. Da gibt es auch Tassen dazu, Teller, Bettwäsche, die haben tolle Sachen. Hier oben haben wir einmal Biografien. Hier haben wir einmal Lady Hamilton, Christine von Schweden, Lucrezia Borgia, Katharina die Zweite, Marie Antoinette und Madame du Barry. Ja, das ist so eine Serie. Die habe ich mal, glaube ich, im Set irgendwo gekauft. Und hier hinten haben wir die Erzählung aus Tausend und einer Nacht. Das ist eine Reihe aus den 70er Jahren, glaube ich. Habe ich mal von der Alice geschenkt bekommen. Sie hat das mal in einem Antiquariat gekauft. Die fallen wirklich auch teilweise schon auseinander. Darum, ja, die sind wirklich ganz alt, auch nicht mehr so im besten Zustand. Darum schiebe ich die jetzt einfach wieder nach hinten. Das sind einfach 6 Bände mit Märchen ja, aus Tausend und einer Nacht. Hier unten ist es wirklich gar nicht so spannend. Das ist diese Bertelsmann Universal Lexika Reihe. Die sind schon sehr veraltet. Also habe ich hier Band 1 bis nach unten geht es weiter bis 20. Und dann gibt es nochmal Grammatik, Fremdwörter, Rechtschreibung, deutsches Wörterbuch. Und ja, das ist einfach so eine Lexika Reihe, die ich besitze. Die sind auch nicht günstig, die Lexikas von Bertelsmann. Ich habe da auch noch andere Reihen, sind aber halt alle ein paar Jährchen alt und ja, mein Onkel hat früher bei Bertelsmann gearbeitet und da haben wir halt sehr viele Bertelsmann-Bücher hier. Auf der anderen Seite haben wir Märchen aus aller Welt und die habe ich einfach mal nach Farben sortiert. Ich finde die wunderschön, ihr fragt mich auch mal ganz oft nach den Büchern, ich mache hier mal kurz Platz. Hier an der Seite habe ich den Koran. Ich bin Christin, aber ich habe auch den Koran gelesen. Einfach aus Interesse, was denn so wirklich die Unterschiede sind. Meiner Meinung nach gibt es da nicht wirklich welche, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, das ist eine sehr schöne Ausgabe und die habe ich, die ist ebenfalls aus dem Bertelsmann Verlag. Also es ist eine, wirklich eine sehr hochwertige Ausgabe. Das ist, glaube ich, auch echt Gold hier im Einband drin und echt Leder. Also das ist wirklich eine hochwertige Ausgabe. Und das sind eben die Märchen aus aller Welt. Die sehen so aus. Da habe ich einmal Zigeunermärchen aus Ungarn, nordamerikanische Indianermärchen, persische Märchen, norwegische Volksmärchen, arabische Märchen Band 2, arabische Märchen Band 1, finnische Volksmärchen, altägyptische Volksmärchen, Märchen aus Island, irische Volksmärchen, spanische Märchen, Märchen aus Schottland, schwedische Volksmärchen, Märchen vor Grimm und englische Volksmärchen in der Reihe. Weiter oben, na, ich versuche es mal ein bisschen aufzuhellen, haben wir da natürlich noch mehr. Da haben wir einmal Märchen aus Mexiko, türkische Märchen, Märchen aus Neuseeland. Dann haben wir 2 Bände von französischen Märchen, Band 1 und Band 2. Dann haben wir hier griechische Volksmärchen, buddhistische Märchen, indische Märchen, Märchen aus Österreich, japanische Volksmärchen, italienische Volksmärchen, chinesische Volksmärchen oder chinesische Märchen, serbische Märchen, dürfen natürlich auch nicht fehlen, dann Schweizer Volksmärchen, Südseemärchen und zum Schluss afrikanische Märchen. So, das, meine Lieben, waren alle meine Bücher.
Ich hoffe, euch haben meine Bücherregale gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst natürlich nicht, einen Daumen nach oben zu geben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.